Guten Morgen aus dem Auto in Clermont in Florida. Wir fahren gerade im Auto zum Platz. Heute ist für mich meine letzte Trainingseinheit oder beziehungsweise meine letzte härtere Trainingseinheit. Julian und Johnny haben morgen ihren ersten Einzelwettkampf in Clermont, an dem ich leider nicht teilnehme, weil ich mir auf den Bahamas eine kleine Erkältung eingefangen habe und auch sowieso noch ein klein bisschen Trainingsdefizite hatte. Und daraufhin habe ich mich mit meinem Trainer entschieden, einfach nochmal richtig durchzutrainieren hier. Heute gibt es nochmal eine richtig gute Einheit, die mir auf jeden Fall viel Spaß macht und am Nachmittag nochmal Kraft. Genaueres erkläre ich euch nochmal später. So, auf dem Platz angekommen. Man sieht hier schon, dass morgen Wettkampf ist. Da haben sie die ganzen Zelte aufgestellt. Ansonsten hat man hier meistens eher 30 Grad und keinen Schatten. Aber deswegen sind wir ja hier. Hier sind unsere Physios, der Bundestrainer, ein paar Athleten. Der Rest läuft sich da hinten gerade ein. Irgendwo hier. So, Training geht los. Robert hat heute auch nur Tralafitti drauf, um mal zu zitieren. Für mich geht es jetzt los, ich mache ein lockeres Warm-up. Erstmal ein bisschen joggen, mag ich nicht, aber muss man einmal an. Also, was steht heute auf dem Plan? Vorneweg einmal 200. Wir nennen das Build-Up. Build-Up ist im Endeffekt dazu da, um mal alles durchzuspülen sozusagen. Hat aber auch noch mehr Aufgaben, nämlich dass ich die 200 Meter in gewisse Abschnitte unterteile und auf gewisse Technikmuster achte. Das heißt, insbesondere werde ich da den 200er relativ locker angehen, dann versuchen aus der Kurve raus zu beschleunigen, nochmal das Technikmuster einfach zu halten und hinten vor allem dann technisch nochmal die letzten 50 Meter ordentlich durch zu beschleunigen, kann man nicht mehr sagen, aber nochmal ordentlich durchzulaufen. So, nach dem 200er sind dann 15 Minuten Pause, danach kommt 6x120. Und der Jörg erklärt euch jetzt mal, worauf ich da auch dabei achten muss. Ich habe keine Ahnung, Sven. Ja, das ist ja wunderbar. Da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Also meiner Meinung nach geht es dabei größtenteils darum, die Geschwindigkeit zu halten. Ich versuche nicht voll zu beschleunigen, aber mich gerade kontinuierlich weiterzuentwickeln von der Geschwindigkeit und dann vor allem alle folgenden 30 Meter Abschnitte nach der Beschleunigung in ungefähr dem gleichen Tempo zu laufen. Passt das ungefähr? Ja. Wunderbar. Da das auf jeden Fall eine der härteren Einheiten heute wird, lasse ich mir da beim Warm-up ziemlich viel Zeit. Es geht auch darum, wirklich die Einheit qualitativ hochwertig zu gestalten und da die Grundermüdung am Ende von so einem sechswöchigen Trainingslager natürlich schon ziemlich hoch ist, gibt es ja keine Eile und ich lasse mir einfach Zeit, bis ich mich so fühle, dass ich mal denke, langsam geht's. So, Warm-up ist jetzt durch. Als nächstes kommt erstmal der 200er. Bin schon ganz schön am Pumpen, aber es sind auch einfach 30 Grad heute Vormittag. Das ist schon überragend. In Deutschland sind heute wahrscheinlich 15 Grad und Regen. Auf jeden Fall geht's gleich los.
Also erster Lauf, 22:0. Das ist erstmal voll im Rahmen. Weiter geht's. Schub. So, und jetzt Arme, Sven. Er ist völlig am Ende. Aber er weiß noch nicht, dass er noch drei Läufe hat. Wie viele Läufe noch, Sven? Drei. Hab ich nicht verstanden. Noch drei. Lauter! Das war lange Pause. Heißt, wie viel Pause machst du jetzt? 15 Minuten Pause. Zwischen den Läufen 8. Die brauche ich jetzt auch. Oh Mann, fertig. Haare sitzen noch, wunderbar. Das war der letzte Lauf, Zeit habe ich noch nicht. Auf jeden Fall anstrengend. Puh. Mit der Grundermüdung der letzten Wochen, der gesamten Woche jetzt auch nochmal. Und dazu dann heute nicht gerade stürmischer Rückenwind. War das schon heftig. Aber fertig. Nachher noch Kraft. Aber das wird easy. So, Trainingseinheit Nummer 1. Die netten Physios fahren uns jetzt von der Biomechaniker, der Analytiker, Entschuldigung, unser Bio-Analytiker. Fahren mich jetzt nach Hause. Gibt es erstmal einen kleinen Shake. Jürgen und Johnny haben mir, glaube ich, schon was zu essen von Panera mitgebracht, einen Salat. Und dann geht es nachher zur nächsten Krafteinheit weiter. So. Jetzt geht's zur zweiten Trainingseinheit. Nochmal ein bisschen pumpen. Der Vormittag war schon nicht ohne. Aber jetzt mittlerweile geht es mir wieder ganz gut. War ein bisschen im Pool, was gegessen, ein bisschen Eishockey geguckt. Deutschland spielt gegen Dänemark, steht gerade 2-2. Der Bundestrainer hat dann noch ein paar Athleten und wartet jetzt auf mich im Kraftraum. Was ich genau mache und warum, erkläre ich euch nachher nochmal. Also, bis gleich. Da sind wir beim NTC, sind gerade 95 Grad Fahrenheit, das sind so knapp 35 Grad und ich komme mir immer ein bisschen Panne vor, wenn man hier mit der langen Hose ankommt, aber im Gym sind dann leider gefühlte 0 Grad, es ist wirklich schweinekalt da drin.
Also, was steht heute auf dem Plan? Ich habe aktuell, was heißt aktuell, seit einem Jahr ein bisschen Leistenprobleme bzw. Adduktorenprobleme, was im Prinzip ein Kontrollproblem der Hüftmuskulatur ist. Deswegen mache ich zum Warm-up sogenannte Clock-off-Kniebeugen. Clock-off-Kniebeugen sind im Prinzip sehr langsame kontrollierte Kniebeugen, bei denen ich 7 Sekunden runtergehe, 6 Sekunden sitzen bleibe und dann schnell aufstehe. Und das mache ich immer mit einem 5 oder einem 10 Kilo Schritt weiter nach oben. Dabei geht es im Endeffekt nicht um die maximale Last, die ich am Ende bewege, sondern um die Kontrolle, die man dabei lernt. Das ist für mich sozusagen das Warm-up. Danach kommt ein bisschen Umsetzen, heute wahrscheinlich aus dem Hang, je nachdem wie ich mich fühle. Und danach kommen Box-Squats 5x5, die werden nochmal schwer. Vielleicht kommt noch ein bisschen Oberkörper. Hello, how are you doing? Und ein bisschen Oberkörper, also Kniebeuge, Umsetzen, Box-Squats und dann Nacken drücken, Front-Press oder Klimmzüge, je nachdem, auf was ich Bock habe. So, der letzte mit 140 Kilo war dann ein bisschen unsauber, ein bisschen im Becken ausgewichen. Dementsprechend lasse ich das jetzt mal dabei. Jetzt bin ich auf jeden Fall erstmal gut warm. Jetzt geht es weiter zum Hang umsetzen. So, der letzte Satz, 130 Kilo. Weiter geht's mit ein bisschen Box-Squats. Box-Squats sind für mich immer eine gute Übung, um die Hüfte nochmal ordentlich zu laden und nicht zu sehr den Quadrizeps zu killen, weil der vom Sprinten sowieso schon tot ist. So, quasi Warm-up bis Submax ist jetzt beendet. Jetzt mache ich nochmal 3x5, 160, das heißt Post-Activation Potential. Das heißt, man lässt schon mal alle Motorfasern oder motorischen Fasern der Muskeln mal zucken. Dann fällt einem es gleich leichter. Ob es so viel leichter fällt, weiß ich jetzt noch nicht. Aber jetzt kommt auf jeden Fall 5x140, 550 und vielleicht noch 560, das wäre gut.
hoch, komm hoch. Das war jetzt schon nicht so ganz ohne. Jetzt noch 3x5 Wiederholungen Klimmzüge, aber nur locker mit Körpergewicht und dann bin ich durch. Jetzt Video. So, das war's. Ordentlicher Trainingstag. Keine extremen Leistungen, aber ich fand mein Zitat von Steve Fudge ganz interessant, der gesagt hat, you have to accumulate a whole lot of average. Und das finde ich sehr passend. Permanent versuchen auszurasten funktioniert einfach nicht. Deswegen versuche ich einfach wirklich das durchzuziehen, kontinuierlich zu trainieren, an kleinen Sachen zu arbeiten. Verletzungsfrei bleiben und jetzt habe ich endlich mal wieder 6 Wochen am Stück richtig gut trainiert. Morgens nur noch easy, am Sonntag geht es zurück. Hab extra heute den harten Tag gewählt, und nichts mehr morgen mitmachen zu müssen. Ich hoffe, das war ein schöner Einblick. Man wird ja als Sprinter manchmal als faul verschrien. Ich hoffe, dass das ein bisschen aufklärt. Also, macht's gut.